Sind alle Falzer? Oder kommt da noch gimmicky Shit zu? Weil der war relativ easy. Und das, obwohl ich nicht irgendwelche Schießpulver hatte, um Pferde zu erschrecken. Ich will gar nicht wissen, wie der mit irgendwelchen anderen Kram ist. Ah, nice. Aber das heißt, ich habe irgendwo was vergessen. Oder ich war irgendwo noch nicht. Angriffskraftschaden. Die Option Angriffe verbessern wurde im... Ja, bitte. Ich würde bitte gerne meine Angriffskraft verbessern. Darf ich das? Relikt Giobo, eine Erinnerung an einen Kampf gegen einen starken Gegner. Dadadada. Okay. Angriffskraft wurde erhöht. Cool. Hey, nur noch 2 Punkte mehr und ich kann mir actually den Kram hier kaufen. Also hier die komische... 3 Punkte mehr. Warum sind das 5 Punkte? Holy shit, was ist eigentlich hier? Kann ich die Tür aufmachen? Oh! Eine Tür, die sich in diesem Spiel öffnet. Okay, cool. Cooler Shit. Okay, aber ich will es erstmal hier hinten lang. Vielleicht liegt da ja noch Kram. Ich glaube, es gibt irgendwo ein Ende, wo man die Änderung nicht nutzen darf. Weiß ich nicht. Das Ding ist halt, das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich bin nicht der Meinung, dass dir mehr Angriffskraft zwingend hilft. Yaguchi? Ah, dein Blut ist schon getrocknet, alles gut. Oh, was haben wir hier? Noch mehr Keramiksplitter. Und hier oben? What the fuck is this? Opfergaben kaufen. Na. Etwas kaufen. Oh, was haben wir denn hier alles? Tropfen Drachenblut, die sich vielleicht nur selten von einem göttlichen Erbe des Drachenblutes zurückgelassen erhöht die auf. Was? Auferstehungsmacht leicht, stellt Leben wieder her bei jenen, die es genommen wurden. Mit diesen Tropfen mit der Erholung von einer Figur werden auch von der Drachenwolle gehalten. Oh, cool. Gegenmittel, bla bla, Geldbeutel, Kürbissamen, okay. Kürbissamen ist halt gerade sehr verlockend, aber auch sehr teuer. Oh, verkaufen, ja, hi. Jetzt weiß ich, wofür die Geldbeutel sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür könnten die Geldbeutel sein, ja. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du ja Geld. Ja, I'm fine. Meine Opfergabe ist mein Schwert in deren Rachen. Hab ich was gesagt? Okay, gucken wir uns hier doch mal weiter um. Oh, was haben wir denn hier? Gegner, okay. Wo bin ich hier? Ich könnte darüber... Ich bin halt gerade vollkommen orientiert. Warte mal, wenn ich hier durchgehe, müsste ich doch quasi wieder da auskommen, wo ich hergekommen bin, oder? Nichts hinter den Türen versteckt? Enttäuscht. Oh, du bist gar kein Enemy. Du bist ein Freund. Hi. Ich nix Ratte. Kill
なるほど。関はの狼か。気に入ったぞ。ならば、関ロ、お主を総呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おお、関ロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが。 Seit wann sitze ich im TS, Ravi? Warum sitze ich hier? Oh scheiße, ich weiß warum. Cause I'm Hi, Mom. stupid. I'm fucking stupid. Weißt du noch, wo ich Push-to-Talk eingerichtet habe? Yes. Ja, beim Alt-Tappen. Ich habe Push-to-Talk auf... Push to mute auf Alt legen. Wahrscheinlich beim Alt-Tappen hat mich der Kader wahrscheinlich hochgeschoben. Ruut! Ja, ich krümme mich einfach in Idle. Ich krümme. Krümme ich selber. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich dachte mir, ich höre doch Stimmen. Bescheuert. Was will der? Klar, ich nehme alles an. Habe ich jetzt abgelehnt? Was? Nesming. いや、切る。名乗り。信じん、その左受け。なる、なら、赤色。お主を。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おお、赤色。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。 Talent verbessern? Habe ich dir gerade verbessern gelesen? Hell yeah! Ratten beschreiben. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein tragen Bambushüte. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Oh, ist das so ein bisschen eine Checkliste, was jetzt zu tun hast? Weil Attentäter aus dem Senpo-Tempel ist Butterfly. Klein tragen Bambushüte. Und das könnte der eine Typ sein, den ich an der Seite gekillt habe. Viele Ratten lungern herum, keine Ahnung, was das ist. Zuletzt nah der Ashina Buchtor gesichtet. Nezumi no Kao, sore to suana ja. Kitte mairi. Sasureba. Ah, okay. Interessant. Kügelchen. Das ist quasi die Tür jetzt von der anderen Seite, ne? Yeah, das ist quasi da mit dem Typen mit seinem Pferd. Okay. Gut, dann schauen wir uns doch mal hier in dem Tempel mehr um. Vielleicht ist hier noch was. Du bist hier. Schnabeltier. Hier ist nix. Illusion. Goddammit. War ein Versuch wert. Hier vielleicht? Auch nicht. Okay, dann gehen wir mal eine Etage höher. Was haben wir hier? Wir haben noch mehr Geldbeutel. Anscheinend kann ich mich hier höher ziehen. Das ist beruhigend. Hm.
Okay, ich laufe im Kreis. Gucken, ob hier irgendwo eine Pseudowand ist. Wahrscheinlich ist hier nichts wetten. Ich habe das Gefühl, ich vergesse 10.000 Prothesen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Und ich würde gerne mehr Erbsen finden. Das ist aber eine musikalische Wand, keine? Was ist das denn? Na, Kamera, please. Was ist das? Boah, Dude, hör auf. Stop it. Du bist an der Wand. Gut, okay. Holy shit. Hier ist echt nichts? Ich glaube, bald haben wir eine Runde gemacht, oder? Oh ne, hier geht's ja noch. Ja, die Runde haben wir gemacht, wenn wir da an der Ecke sind, wo ich mich hier hochziehen kann. Oder? Ich glaube, hier ist nichts. Aber ich kann einfach so lange drücken, bis ich wieder an der Musikwand bin. Das glaube ich, die Wand da drüben ist. Ärgert doch die Kamera nicht. Du, I'm fine. Ja, hier ist die Kamera-Musikwand. Okay, anscheinend kann ich mich hier hochziehen. Ich kann mich an mehreren Dingern hochziehen. Warum kann ich mich nicht nur von hier hochziehen? Achso, weil da so ein kleiner Haken ist. Ist ja interessant. Wupp. Und jetzt? Bin ich hier und nun? Musst du dich da irgendwie bestimmt hochziehen, damit du in einem bestimmten Winkel zu irgendwas stehst? Ich sehe da doch schon kommen, ey. Kannst du dich nach da ziehen? Ich will mich aber. Ich muss doch da? Okay, und dann? Aber ich kann hier drüber laufen. Oh ja! Money. Irgendwas. Loot. Gebetsperlen. Nehme ich gerne. Immer wieder gerne. Ist das alles? Bin ich jetzt hier echt hochgedackelt für Gebetsperlen? Wo ist die Top Secret Wall? Ha! Gib auf, Wand, ich habe dich enttarnt. Oder auch nicht, verdammt. Ah, Treppen. Treppen, die nirgendwo hinführen, was? Ich habe sinnlose Treppen entdeckt, cool. Gebetsperlen sind schon geil bei mehr HP. Ja, aber mehr nicht? Das ist ja lame. Upp. Ja, diesmal habe ich keinen Fallschaden bekommen. Bei Magic. Mich wurmt das da oben mit der einen Treppe, die ins Nichts führt. Aber ich kann gerade nichts dran ändern. Okay. Hier geht's raus Richtung... Oh, war ich hier überhaupt schon? Na. Ah, stimmt. Hier ist der Typ. Hier ist der Händler Heino. Was war's hier? Nichts außer Abgründen. Ich meine, da rüberkommen. Prost Mahlzeit. Nicht von hier. Oder? Hier ist nichts zum Halten. Damn, da geht's verdammt tief bergab. Obwohl, hier unter mir. Wait a second, war ich da nicht schon mal? Wo bin ich mit der Schlange lang gelatscht? Das war doch der Schlangenscheiß, oder? Das ist die andere Seite. Natürlich war ich da schon mal. Und da bist du gekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, kleinen Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Okay, wie viele Samen habe ich? Also wie viele Samendinger? Schnippe die Schnapp, Schnapp, Schnipp, 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 Schnipp,
6 Knallsamen. Gehen wir nochmal Butterfly probieren? Weil das ist sowas, wo ich gerade, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist machbar. Aber die Frage ist halt, okay. Die eigentliche Frage, die ich mir bei Butterfly stelle, ist, wenn ich die jetzt einmal, also mache ich das nur einmal pro Phase oder ist das einfach nur so, yo, ich mache das jetzt die ganze Zeit, weil dann sind 6 zu wenig. Wir gehen noch ein bisschen erforschen. Butterfly läuft nicht weg und ist quasi direkt um die Ecke. Kurz raus und noch schnell einkaufen. Macht das. Ah, oh, was haben wir denn hier? Nichts, weil das Ding auf der anderen Wand ist. Ja. Auf der anderen Wand, auf der anderen Seite. Ich würde mich mal hinsetzen und rasten. Was habe ich denn? 3 von 4 Gebetsperlen. Kriege ich 1000 zusammen für noch eine Gebetsperle, die ich hier oben kaufen könnte? Wenn ich die ganzen Geldsäcke verkaufe, die ich habe vielleicht? Bin noch ein bisschen verwirrt, was die Wege angeht. So. Kaufen. Dafür müsste ich auf 1000 kommen. Ich habe 60. Das sind 500. Bam. Oh. Ich habe das Gefühl, mir fehlt eine Prothese. Wenn nicht sogar 2. Das hier klingt wie Shotgun oder so. Sehr weird. Ich wollte... Nee, warte, ich will was kaufen. Bam! Oh, er hatte nur einen. Okay. Ja, ja, den geht's gut, den Verstorbenen. Mach dir mal keine Sorgen. Würde ich mich, kann ich mich nicht festhalten. Weird. War da noch was? Oh, ich habe die Tür diesmal nicht auf. Das hier ist nicht mal eine Tür. Aber die führt doch auch irgendwo hin. Oh, hey, deswegen komme ich da jetzt nicht wieder zurück? Muss ich da echt drüber reisen, um da zurückzukommen? Das ist ja bescheuert. Nee, Quatsch, ich kann durch den Tempel laufen. Und was ist das bitte für eine Unit? Oder beziehungsweise was ist das bitte für schwache Verteidigung, wenn da so ein Typ einfach mal so durchläuft, so fröhlich casual? Die sollen den Gegner aufhalten? Ich weiß ja nicht. So, let's see. Da ist der Typ mit seinem Pferd. Wir crossen jetzt nochmal alles ab, weil ich habe definitiv das Gefühl, ich vergesse was. Hier scheint sonst nichts zu sein, oder? Du bist eh tot. Da geht's nach hier. Was ist das da für ein Weg, den ich da unten sehe? Warte, warte, warte. Ich meine, ich kann hier... Ja. Das ist so weird. Wait a second. Wenn ich da aus dem Tor gucke, sehe ich einen Weg. Also auf der anderen Seite. Das ist wahrscheinlich der Weg dahinter, da wo ich noch nicht hinkomme. Schön. Cool. War ja sonst noch was? Die Heinis, das habe ich gelootet. Da unten war ich auch. Da hinten war ich. Ich glaube, ich habe alles. Unterm Haus war ich. Okay, der einzige Progress Point, den ich gerade sehe, ist quasi durchs Tor und weiter Richtung Burg. Dann rasten wir eben. Und habe ich nicht gerade eine Gebetsperle aufgehoben und eine gekauft?
bin verwirrt. Egal. Das hätte ich gern. Und da fehlen mir 3 Punkte zu. Bisschen nervig. Okay, dann gehen wir halt jetzt hier lang. Warum sollte ich mich darüber ziehen wollen? Weil da hinten ein Item ist. Okay. Ich habe schon Hallos. Aber guck mal, da unten ist Boden. Nee, das ist einfach nur eine Walddecke. Wie komme ich da hoch? Von der anderen Seite aus vermutlich. Ich liebe das Spiel. Besonders für so ein Blödsinn. Kommt man echt nicht irgendwie nach da? Ja, der muss quasi wahrscheinlich von da hinten über die Mauer springen. Okay, wir gehen aber wieder zurück, wenn ich überhaupt zurück kann. Was ich anscheinend kann. Ja, kann ich. Und nehmen den offiziellen Weg durch die Tür. Die mal wieder eine Wand ist. Schön. Okay, was haben wir hier? Hochklettern, ducken, lauschen. たとえ源一郎が俺と芦名の国長くはなさそうだの。して、もう一つの任は城のヘビダニの側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。 Okay, Schwarzsuchs-Dachs auf der anderen Seite. Was ist das hier? Potenzieller Weg nach unten will ich nicht. Ich will schon wieder irgendwas atmen. Ah, whatever. Ihr seid mit Looten beschäftigt, ne? What the f... Hinter mir. Wow, what? Gott, was läuft denn hier alles rum? Oh, cool. Nope. Das ist der Weg, von dem ich gekommen bin, richtig? Ja. Okay, cool. Wir haben also Wuffis, Viecher, die ich noch nie gefightet habe, alles. Sehr, sehr beruhigend. Ich würde die gern killen, aber ich weiß halt nicht, was da noch alles ist. Das stört mich ein bisschen. So, der eine ist irgendwie aus dem Baum gesprungen, habe ich das Gefühl. Oh, der sitzt da. Der hat mich auch eben gespottet, richtig? Was? Ihr seht mich nicht. I'm Stealth Ninja. Can't see me. Stealth Ninja. Willst du dich nicht wieder umdrehen? Dein Kollege frisst da. Ist so ein geiler Sauerbraten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Soll ich nicht gucken, wie weit er da futtert? Wirklich nicht?
Bist du dir ganz sicher? Anscheinend ist er sich ganz sicher. Aber wenigstens habe ich gerade nur den einen am Sack. Okay, I call bullshit. Oh mein Gott! Das ist ein super uncooler Fight irgendwie. Lass mal gucken, ob ich die hier fighten kann. Danke. Wirklich? Das sind ja, als ob das kleine Schildbobs sind. Mir fehlt ganz klar die Axt. Ich hab nur die Axt vergessen. Kannst mir erzählen, was du willst. Ich krieg jetzt andauernd irgendwelche Enemies, die sich schilden können. Das nervt mich. Weil ich würde die gern fighten, aber ich habe schlichtweg keine Mittel, die zu fighten. Oder habe ich irgendwas bekommen und hab's vergessen einzulösen? Let's see. Du bist an der Axt vorbeigelaufen. Wo? Ich bin an der Axt vorbeigelatscht? Irata Estate. Echt? Irata Estate, also quasi in der Memory. Dann gehen wir doch mal von hinten auf. Da lag eine Note, glaube ich sogar. Also das Einzige, was ich quasi weiß, ist halt so, hey, irgendwo hier drin ist Secret Shit, wo du Dings. Moshi Mosh. What? Irgendwo lag eine Note. Was ehrlich gesagt nicht Bulli sein könnte. Aber die liegt schon hinter dem Säuferboss, oder? Also irgendwo hier im Estate. Wo habe ich denn was vergessen? Die scheiß Secret Wall. Ich weiß, dass hier eine war. Ich finde sie gerade noch nicht mehr. Hier ist sie. Weil das hier habe ich gefunden. Hier muss vergessen zu looten.
Where the fuck is this shit? Kann nicht so falsch sein. War hier nicht irgendwo der Eingang? Der NPC, der unten an der Wand. Der an der Wand kauert? Unten? Und der einzige NPC, der hier irgendwo rumkauert und mir irgendwas erzählt. Ist quasi sie. Oder halt hier fucking Ishii-Dingenskirchen. Viel weiter unten. Ich fight euch nicht. Ich meine, das hier ist ja der Bossfight. Viel weiter unten. Hier sind die beiden. NPC, der an der Wand kauert. Ja, fucking blind. Man kann hier fucking lang. Oh, ich wollte gerade sagen, ich werde mad. Die dunkle Straße ganz unten am Anfang nach der Brücke. Wow, also quasi noch auf Höhe von Sperrheini. Oh mein Gott. Sag mir nicht, die Axt ist das, was du oben an der Pagode kriegst. Wo der Sweepiney ist. Da wo die zwei Schildtypen sind? Ich bin verwirrt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz winkeln.